Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Alice Madness Returns in einer neuen Folge, bei der wir im Königinnenland der Königin selbst immer näher kommen, nachdem wir ihre Kartenwachen besiegt haben und nun vor diesem unfreundlichen Gebiss mit Karies stehen und diesem Auge da oben. Was eigentlich ganz süß ist, auf irgendeine Art und Weise. Aber wir springen nun dem Schlund entgegen und gehen nun diese schlapprige Zunge entlang, die eine Rutsche ist. Oh Gott, nein, ich habe die falsche Seite genommen, verdammt. Okay. Oh Gott, es ist schnell, es ist schnell, es ist schnell. Habe ich ein paar Zähne leider ausgelassen. Und da haben wir ein pulsierendes Herz. Von da oben kommen wir. Da ist der andere Kiefer. Man hört das Herz sogar pulsieren. Da ist ein Schlüsselloch. Okay, da gehen wir gleich rein. Ich würde bloß nochmal schnell... Ach, hier sind auch Zähne. Okay. Oh, was ist das? Geht's hier weiter oder ist das ein... Ich glaube, hier geht's weiter, ne? Deshalb suchen wir nochmal hier alles ab. Blume. Ach, wir sollen die Blume nehmen, um zu gucken, wo es weitergeht, höchstwahrscheinlich. Was ist damit? Kann ich das irgendwie anschießen? Huch. Ach so. Ekelhaft. Ist das dann der Hauptweg? Ich nehme an, dass das der Hauptweg ist. Dann gehen wir doch lieber zuerst hier lang. Und schauen mal. Augen. Schauen mal, Freunde. Ein Radularum. Sehr gut, dass wir erst hier lang sind. Oh, speichert gerade ein bisschen heftiger. Speichert heftig, ihr wisst, was ich meine. Hier schaut ein Auge noch durch. Und dann überall diese Fleisch- und Flutschgeräusche. Absolut ekelhaft. Hier ist nichts. Na, dann würde ich mal sagen, ab in den Radularraum. Bitte kein Kampf. Na gut, der Kampf ist in Ordnung. Rennen kann ich hier leider nicht oder diese schnelle Bewegung machen. Okay. Ich gehe einfach mal hier rum, um ein bisschen Zeit zu sparen. Da hat es aber gerade wieder extrem Schluck auf. Wie schon gesagt, ich habe tatsächlich mir auch mal andere Let's Plays angeschaut zu dem Spiel. Und, also ich habe mir andere Let's Plays angeschaut zu dem Spiel, das tatsächlich war noch gar nicht vorgesehen für diese Stelle. Und die anderen haben diesen Schluck auf tatsächlich auch. Also das ist wohl eine Eigenart des Spiels. Und ich kann wirklich nichts dafür. Bams, weg damit. Machen die mal ein bisschen weiter tot hier. Weil die mich ja doch blocken. Dort oben ist die Kanone, okay. Schade, dass ich die nicht so richtig höre. Ich höre es zwar grollen, weiß aber nicht genau, wann sie schießt. Ich glaube, jetzt gerade eben zum Beispiel hat sie geschossen. Die gehen schon mal in die richtige Richtung, die Männchen. Und wir holen uns die zweite Tentakel. Den zweiten Tentakel? Die? Weiß ich gerade gar nicht.
Und wir können hinauf zum Turm. Die bangen hier alle ein bisschen rum. Aber davon lassen wir uns nicht stören. Wir nehmen noch den einen Zahn hier mit. Und hinauf geht es zum Turm der Königin. Auch wenn sie uns mitten ins Gesicht schießt, das hält uns nicht auf. Korrekt, Fräulein. Juhu! Und damit begrüßen wir eine neue Rose an unserem schönen Lebensbalken. Super, war gut, dass wir diesen Weg lang gegangen sind. Jetzt aber schleunigst zurück. Wenn das pulsiert, dann wird das sogar richtig rot, als würde Blut dort durchfließen. Ich meine, genau das soll es wahrscheinlich darstellen. Aber bäh. Hier ist was angemalt. Pfeffermühle brauchen wir dort. Okay. Ich finde das alles so ekelhaft. Ich finde sowieso Organe und das Innere des menschlichen Körpers sehr, sehr widerlich. Und ich bin froh, dass das alles im Innern liegt. Okay, was ist das? Das Grüne sieht nicht gesund aus. Da oben, das müssen wir, denke ich, mal wieder abschießen. Oh ja, Plattform. Was es auch immer da hinten gibt, geht hier auch unter. Ah, da steht sogar Pfeffermühle dort. Okay, was habe ich davon? Ah, da oben. Da hinten ist noch ein Herz. Erreiche ich das eigentlich schon von hier? Tatsächlich. Und da geht's weiter in den nächsten Mund. Okay, hier ist erstmal nichts. Ich warte mal bis... oh Gott, Platte, komm wieder her. Sehr gut. Hier drüben schnell hin. Und hier lang, und hier lang, und hier lang. Hier ist nichts. Das Herz da oben haben wir schon abgeschossen. Also weiter in den nächsten Schlund. Boah. Der hat aber viele Füllungen. Oder angefressene Zähne und rausgebrochen. Ah, hier kommen wieder die kleinen Verfallarten. Also keine große Gefahr. Ist quasi nur noch mal die alte Verfallart in Rot. Geht's nicht zurück, ne? Nee. Oh, ein Schlüsselloch. Das nehmen wir gern. Auch wenn es immer so aussieht, als würden wir eine Magenspiegelung durchmachen. Wo war sie? Hier hinten. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Ist immer so ein bisschen schräg, was er sagt. Denn auf der einen Seite, wer erinnert sich schon gern an die schmerzhaften Erinnerungen? Natürlich will man nur die schönen im Kopf behalten. Auf der anderen Seite... machen das mal weg. Ist hier noch eins? Ach ja. Auf der einen Seite machen uns doch auch die schmerzhaften Erinnerungen auf der anderen Seite irgendwie aus, oder nicht? Okay, erstmal schnell hier gucken, aber hier ist nichts. Hier habe ich auch nichts vergessen, ne?
Okay, sowas Pulsierendes wieder hier. Ist das wie ein Gesicht hier drüben? Ist das die Nase? Oh, Nase, die Augen und ein ziemlich trauriger Mund. Okay, da geht's bestimmt gleich weiter. Aber vorher... Nee. Hier ist wieder so eine kriechende Zunge, die verschwindet gerade da drin. Die war ja vorhin schon. Voll eklig. Doch dieses Flutschgeräusch oder was auch immer das ist. Okay. Das müssen wir irgendwie aufmachen. Aber hier... Ich höre sie irgendwo pulsieren, aber... Ah, da ist eins. Ah, es war nur eins gebraucht. Okay. Ich dachte, weil erst zwei waren. Hier unten ist aber... Nee, da stürzen wir nur ab, wenn wir dorthin gehen. Da ebenso. Also ich bin nicht traurig, wenn dieses Kapitel und dieses Level damit vorbei ist. Das ist nicht so meins. Mir ist so die ganze Zeit so ein bisschen schlecht davon. Okay, da ist eine Treppe. Und hier ist nichts. Ist das ein Thron da hinten? Sieht so aus, oder? Wir gehen mal langsam und vorsichtig dahin. Da sitzt auch jemand. Umgeben von diesen Sehnen und diesem Fleisch. Hier können wir auch nichts weiter aktivieren oder machen. Wir gehen mal weiter. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben, aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen. Oder man muss sie stürzen. Hart aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es.
kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben. Gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice. Sitz. Wir sind anscheinend wieder zurück in der Realität und sehen ein wenig mitgenommen aus in unserer Zwangsjacke. Man hat uns komplett den Kopf rasiert und wir laufen auch nicht unbedingt, als würde es uns gut gehen. Aber ich würde sagen, die Anstalt und alles, was Alice dort drin erlebt und erlebt hat, das schauen wir uns nicht mehr in dieser Folge an, liebe Leute, sondern in der nächsten, wenn es wieder heißt Let's Play Alice, Madness Returns. Bis dann, tschüss!